Vielen Dank, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich gleich mit einer ketzerischen Frage beginnen. Warum soll man Alltagsforschung überhaupt betreiben? Ich finde, jeder, der Steuergelder verbraucht, sollte sich fragen, ob er zumindest irgendwann potenziell der Gesellschaft was zurückgeben kann. Die Antwort ist ganz klar. Wir wissen mittlerweile, dass die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt nur zu etwa 25% genetisch determiniert ist. Das heißt, es muss irgendwelche Umwelteinflüsse, Ernährungsregimes geben, die Einfluss auf Alterungsprozesse haben. Warum wissen wir trotzdem noch so wenig? Warum werden wir bombardiert von sinnverwirrenden Nachrichten aus dem Ernährungsbereich, die sich zum Teil gegenseitig widersprechen? Sie erinnern sich alle, vor 15 Jahren schien der Schuldige gefunden, es war Fett. Man dachte sich, wenn man Fett aus der Nahrung eliminiert, werden wir alle schlank und werden gesund alt. Was zur Generierung von kilometerlangen, absurden Regalen mit verschiedenen Low-Fat-Produkten in amerikanischen Supermärkten geführt hat und was nichts daran geändert hat, dass die Amerikaner jedes Jahr dicker geworden sind. Dann hat man gesagt, ah nein, doch nicht das Fett, sind die Kohlenhydrate, was dann zu Verirrungen wie der Paleo-Diet, der Low-Carb-Diet, der Atkins-Diet und so weiter geführt hat. Es wird also immer wieder eine neue diätetische Sau durchs Dorf gehetzt. Woher die ganzen Verirrungen? Nun, der Grund ist, für meinen Geschmack, zum Teil zumindest, dass wir durch journalistisch fragwürdige Ansätze anekdotische Einzelfälle zu wissenschaftlichen Weisheiten hochstilisieren. Typisches Beispiel für einen anekdotischen Einzelfall ist hier, den Knaben kennen Sie alle. 1968 veröffentlichte eine vielgelesene Zeitschrift eine neue Rubrik, die Top 10 der prominentesten Todeskandidaten für das kommende Jahr. Keith Richards wurde 7 Jahre lang auf Platz 1 nominiert, dann starb die Zeitung. Oder diese Dame hier, Jean Calmet, der älteste Mensch, der nachweislich je auf der Erde gelebt hat, 122 Jahre alt geworden. Ich weiß, es gibt irgendwo Leute, die behaupten, sie sind 600, können aber gerade ihre Geburtsurkunde nicht finden. Jean Calmet ist tatsächlich 122 geworden und sie hörte mit 117 auf zu rauchen. Fing aber mit 118 wieder an, um dann schließlich mit 120 vollends dem Pfad der Tugend zu folgen und aufzuhören zu rauchen. Mit 122 ist sie dann gestorben. Was sagt uns das? Nicht, dass Zigaretten gesund sind, sondern es sagt uns, dass Altern sehr kompliziert ist und dass wir saubere Statistiken brauchen. Wir brauchen einfache experimentelle Systeme und wir müssen einfache Fragen stellen. Eine ganz einfache Frage und ein ganz einfacher Sachverhalt, der in verschiedenen Ländern konserviert ist: Frauen werden älter als Männer. Woran liegt das? Wir wissen es mittlerweile. Es liegt am Testosteron, am Sexualhormon also, was in den männlichen Nebenhoden produziert wird. Und es gibt einen ganz einfachen Beweis dafür: Kastrierte Männer werden genauso alt wie Frauen. Kann jetzt jeder für sich selbst überlegen, ob das ein gangbarer Anti-Aging-Weg ist. Österreich ist ein freies Land, aber es kommen noch bessere Tipps, keine Angst. Generell sollen wir uns hüten, Korrelation mit Kausalität zu verwechseln. Klingt kompliziert, ist aber einfach ganz an üblichen Fragetechniken zu illustrieren. Da besucht also jemand eine 100-jährige Oma und fragt, was haben Sie denn so anders gemacht oder anders gegessen, dass Sie so alt geworden sind? Ah, die Oma hat jeden Tag 10 Zigaretten geraucht. Das ist wohl das Geheimnis Ihres Alters, oder? Dabei haben die 10 Zigaretten vielleicht nur nicht geschadet. Oder aber sie haben geschadet und die Oma würde ohne die 10 Zigaretten noch älter werden. Selbst harte Statistiken sind nicht immer aussagekräftig. Es gibt zum Beispiel eine sehr harte Statistik, die zeigt, dass Menschen, die Töpferkurse in der Toskana besuchen, älter werden als Menschen, die das nicht tun. Einwandfrei, reproduzierbar. Liegt das an der toskanischen Tonerde? Nein, es liegt daran, dass die Leute einfach genug Geld in der Tasche haben, um sich gut um ihr Alter und die altersassoziierten Erkrankungen zu kümmern. Wenn ich aber einer Gruppe von Labortieren einen Zusatz zum Futter gebe, und diese Gruppe damit 20% länger lebt als eine Vergleichsgruppe, die den Zusatz eben nicht bekommen hat, aber ansonsten ganz genau gleich gehalten wurde, dann habe ich tatsächlich wohl einen ursächlichen Faktor in der Ernährung betroffen. Und tatsächlich sind solche Versuche gemacht worden. Ich muss Ihnen sagen, die Alterscommunity ist sehr zerstritten. Worin aber selbst ich mit meinen Feinden einig bin, ist, dass regelmäßiges Fasten das Leben verlängert. Und das funktioniert für die unterschiedlichsten Organismen. Zum Beispiel bei Bakterien. Sie sehen hier eine Lebensspannkurve von Bakterien. Wenn wir die fasten, in der gestrichelten Linie gezeigt, dann leben die deutlich länger. Das Gleiche gilt
für Hefen, Würmern, Fliegen, Mäuse und kürzlich wurde erst vor etwa 2 Jahren in den USA gezeigt, dass es sogar für Affen gilt. Dabei geht es nicht darum, dünn zu sein. Es funktioniert auch bei Liebhabern der üppigen Küche. Und das ist ein anderes Experiment, was in den Vereinigten Staaten gemacht wurde. Was hat man hier getan? Man hat eine Mausgruppe genommen und hatte eine sogenannte High-Fat-Diet verabreicht, eine McDonald's-artige Diät, wo sie also so viele Käsestücke hier Tag und Nacht bekommen hat. Und wen wundert es, die Mäuse sind dick geworden, krank und haben eine ganz schlimme Fettleber gehabt und schlechte Leberwerte. Jetzt hat man eine parallele Mausgruppe genommen und hat genau die gleichen Anzahl von Käsestücke gefüttert, nur dass zwischendurch eine Pause war. Die haben tagsüber nichts essen dürfen, dafür haben sie nachts doppelt so viel gegessen. Und diese Mausgruppe nun ist schlank und gesund und sie hat auch keine Fettleber. Obwohl beide Mäuse isokalorisch ernährt wurden, beide haben gleich viel gegessen, ist die eine krank und die andere gesund. Was passiert da eigentlich? Es wird ein Prozess namens zelluläre Selbstreinigung oder Autophagie angeschaltet. Wann immer Sie Organismen oder Zellen Nahrung wegnehmen, dann fängt der Organismus an, überflüssige Bestandteile in der Zelle oder geschädigte Bestandteile abzubauen, um daraus wieder Energie zu machen. Das macht Sinn. Und das sieht so aus. Sie können sehen, wie in der Zelle regelrecht sich Müllsäcke bilden, hauptsächlich um Schrott, der während des Alters akkumuliert. Der fusioniert dann mit dem Magen. Die Bestandteile werden klein gehackt und der Zelle als Energie wieder zur Verfügung gestellt. Dadurch werden eben Schäden, die im Alter akkumulieren, in Grenzen gehalten. Das ist durchaus das molekulare Korrelat der Katharsis oder der Seelenreinigung, von der Fastende oft berichten. Also, um es zusammenzufassen, regelmäßiges Fasten verlängert das Leben in verschiedensten Organismen und ich wette, oder es ist wahrscheinlich anzunehmen, dass es auch bei Menschen funktioniert und wir lernen daraus, dass sie eben nicht, wie in Diätzeitschriften empfohlen, jedes kleine Hüngerchen am Tag mit 20 Portionchen bekämpfen sollen. Nein, sondern sie sollen sich sagen, wenn sie Hunger haben, vielleicht wird gerade die Autophagie angeschaltet, begrüßen sie ihren Hunger wie einen Freund. Und das macht auch evolutionsbiologisch Sinn. Während 99,99% der Menschheitsgeschichte hat der Mensch was getan, wenn er Hunger hatte? Genau, er ist jagen gegangen. Wir gehen regelmäßig an den Kühlschrank jagen, wenn wir Hunger haben und das ist sicher gegen die Biologie. Nun wissen wir natürlich, und das steht schon in der Bibel, in Matthäus Kapitel 26, Vers 41, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das Paradies sieht für uns ganz anders aus. Hier schon von Jan Brügel in einem mittelalterlichen Paradies gezeigt, den drei Kerlen hier geht's gut, die essen den ganzen Tag, lassen sich auch bedienen und das ist sozusagen die eigentliche Wunschvorstellung. Wir haben uns daher auf die Suche nach Substanzen gemacht, die die molekulare Antwort des Fastens anschalten, obwohl der Organismus isst. Das könnte für Menschen interessant sein, deren Willensstärke nicht ausreicht, eben gelegentliche Fastenpausen einzulegen. Und es könnte uns vielleicht vor einer der härtesten Wegkreuzungen des Lebens bewahren. Die Frage ist also, können wir die Fastenantwort, die Autophagie, den zellulären Selbstverdau anschalten, obwohl man isst? Und wir haben viele hundert an die tausend Substanzen durchsucht, natürliche Substanzen, und wir haben in der Tat eine gefunden, die heißt Spermidin. Spermidin ist eine Substanz, die in allen Organismen natürlicherweise vorkommt, die aber auch in allen Organismen während des Alterns weniger wird. In der Haut ist es am prononciertesten, 30-jährige Menschen haben schon deutlich weniger Spermidin in der Haut als 25-Jährige. Und wenn wir jetzt Spermidin auf menschliche Zellen geben zum Beispiel, dann sehen Sie Folgendes. Das ist eine humane Zelle hier, das ist der Zellkörper, der Zellkern. Wir geben Spermidin drauf und wir sehen viele tausend dieser kleinen Müllkörbe in der Zelle entstehen, die den Schrott, der während des Alters akkumuliert, aufräumt. Gefastete Zellen würden ganz genauso aussehen und das funktioniert in verschiedensten Organismen. Hier zum Beispiel gezeigt an einem Fliegenmuskelfilet. Also, wir haben eine Substanz gefunden, die die molekulare Fastenantwort anschaltet. Die Autophagie. Leben denn die Organismen damit auch länger? Und die Antwort ist wieder ja. Sie sehen hier eine typische Überlebenskurve von einer Fliegenpopulation. Es sind einfache Drosophila-Fruchtfliegen. Nach 80 Tagen sind die alle tot, nach 40 Tagen ist etwa die Hälfte tot. Wann immer wir Spermidin ins Trinkwasser geben, hier in Bund, werden die Tiere älter und überleben besser. Wir wissen auch, dass menschliche Zellen, die wir von Spendern ex vivo gezapft haben, in Kultur etwa dreimal so lange überleben, wenn wir sie mit Spermidin versetzen. Und neueste Forschungen legen auch nahe, dass selbst das Leben von ganzen Mäusen durch Spermidin verlängert wird. Und es ist nicht nur das Leben, es ist auch die Gesundheitsspanne. Diese Mäuse sind deutlich immunkompetenter. Also, jetzt wollen Sie natürlich alle wissen, wo kommt Spermidin vor.
Wie der Name schon sagt, ist es im Sperma entdeckt worden. Da kommt es in sehr hohen Konzentrationen vor. Aber ich kann Sie trösten, auch in Weizenkeimen, frischem grünen Pfeffer, Pilzen, Käse und einem Produkt aus fermentierten Sojabohnen, was in Japan große Ansehung genießt. Das ist sogenanntes Natto, kommt sehr viel Spermidin vor. Wir haben uns dann gesagt, wenn Spermidin gegen Alterungsprozesse hilft, indem es den Schrott aufräumt, hilft es dann eventuell auch gegen Neurodegeneration. Sie müssen nämlich wissen, dass der gemeinsame Nenner von allen neurodegenerativen Erkrankungen ist, dass während des Alters Proteinschrott im Gehirn akkumuliert. Und wir haben in der Tat Experimente dazu gemacht. Sie werden sich wundern, wir haben die an Fruchtfliegen gemacht. Fruchtfliegen werden nämlich auch vergesslich, wenn sie alt werden. Sie haben mehr Proteinschrott im Gehirn, wenn sie alt werden. Und die molekularen Mechanismen, die für Erinnerung zuständig sind, sind ganz ähnlich wie beim Menschen. Jetzt fragen Sie sich trotzdem, wie zum Teufel hat der Kerl die Erinnerung von Fruchtfliegen gemessen? Das ist das Experiment, was wir gemeinsam mit Stefan Siegrist von der Uni Berlin gemacht haben. Sie nehmen 100 Fruchtfliegen und sperren die hier ein, geben denen einen Duft, den sie lieben, Zwetschge, und lassen die sich in diesem Zwetschgenduft ahlen. Dann nehmen Sie die gleichen Fliegen, geben sie in die nächste Kammer und geben ihnen einen anderen Duft, den sie lieben, nämlich Kirsch. Und wir lassen sie den Kirschduft genießen, während sie aber eine Zuckerbelohnung dazugeben. Ein klassischer Belohnungsversuch. Dann nehmen Sie wieder die gleichen Fliegen, tun die hier rein, die fahren hier gerade in den Fahrstuhl runter, da sehen Sie die. Und wenn Sie hier unten angekommen sind, geben Sie von der einen Seite Zwetschgenduft und von der anderen Seite Kirschduft dazu. Wo gehen die alle hin? Klar, zur Kirsche. Außer die beiden hier. Das sind die Depperten. Oder sagen wir, Sie haben Charakter. Ich liebe meine Zwetschge und ich lasse mich nicht durch so eine schnöde Belohnung korrumpieren. Okay, ist aber eine Form des Charakters, die mit dem Alter zunimmt, nicht nur bei Fliegen. Und wir konnten tatsächlich die Erinnerungsfähigkeit der Fliegen durch Spermidinfütterung auf ein juveniles, auf ein jugendliches Niveau wiederbringen. Und die Proteinaggregate, die im Hirn entstanden waren, waren wieder abgebaut. Das heißt, Spermidin wirkt nicht nur gegen Alterung, sondern auch gegen altersassoziierte Erkrankungen eventuell. Und das ist wichtig, denn wir wollen ja die Gesundheitsspanne, nicht die Lebensspanne per se verlängern. Es macht keinen Sinn, die Zeit der Agonie zu verlängern. Und ich möchte Sie nicht entlassen, ohne Ihnen noch mal ein paar praktische Tipps zu geben, wie wir eventuell jünger bleiben. Nochmal gelegentliches Fasten. Es geht nicht darum, dass man Gewicht reduziert oder so. Es gibt übrigens mittlerweile in Österreich eine Gruppe von 20.000 Leuten, die einen Tag isst und einen Tag nichts isst. Das ist die sogenannte 10-in-2-Community unter der Leitung von Bernhard Ludwig und Erwin Haas. Und die halten das sehr gut durch. Das heißt, es ist praktikabel. Vermeiden Sie Zuckerschocks. Es geht nicht um Kohlenhydrate. Komplexe Kohlenhydrate scheinen überhaupt nicht gefährlich zu sein. Es geht wirklich um Süßigkeiten. Man weiß mittlerweile, dass Zuckerschocks hinreichend sind, um Diabetes auszulösen, selbst dann, wenn sie schlank sind. Und man weiß auch, dass Zucker das Wachstum von Tumoren beschleunigen kann. Hier sehen Sie eine Wurmpopulation, die vor sich hin altert. Nach 30 Tagen sind die alle tot. Ganz geringe Dosen von Glucose reichen aus, um einen progeriatrischen Effekt zu erzeugen. Das ist nur ein Beispiel, das funktioniert in fast allen Organismen so. Essen Sie regelmäßig Obst und Gemüse, vermeiden Sie die Gabe von zu viel Vitamintabletten oder von Vitamintabletten überhaupt. Man weiß mittlerweile, dass Vitamin A und Vitamin E Supplementationen Krebs auslösen können. Das gilt nicht unter Umständen für Vitamin D. Wir sind hier eventuell gerade im Winter ein Vitamin D-Mangelgebiet, denn Vitamin D wird durch Sonnenlicht auf der Haut gebildet. Machen Sie mindestens dreimal pro Woche eine halbe Stunde Sport, das ist trivial. Zigaretten, trotz der anfänglichen anekdotischen Beispiele, kosten Sie epidemiologisch 10 bis 15 Jahre Lebenszeit. Tun Sie sich in Zeiten des ewigen Online-Seins gelegentlich die Ruhe an. Der Einfluss von Beten und Blutdruck auf die Lebenserwartung ist belegt, denn Mönche leben fast so lang wie Frauen. Alkoholtrinker, moderate Alkoholtrinker leben länger als Nichttrinker. Weintrinker leben länger als Biertrinker. Aber Biertrinker leben immer noch länger als Nichttrinker. Nur Schnapstrinker sterben früher als Nichttrinker. Woran liegt das? Die Leute vermuten, das hat was mit irgendwelchen Substanzen zu tun. Nee, das ist ganz einfach. Wenn jetzt hier ein Fettfleck am Fenster ist, dann putze ich den mit einer alkoholhaltigen Lösung weg. Und was Ähnliches passiert wahrscheinlich in Ihrem Gefäßsystem.
fettartige Ablagerungen, Cholesterinplaques und sowas werden durch Alkohol unter Umständen da rausgelöst. Deswegen hat Alkohol vor allem eine kardioprotektive Wirkung. Einen festen Partner haben oder eine Familie ist mit Langlebigkeit assoziiert. Sie sollten nicht an einer vielbefahrenen Straße wohnen. Jetzt denken Sie gleich Feinstaub. Das hat aber mit Feinstaub gar nichts zu tun. Es geht um Lärmbelastung. Sie können messen, je näher jemand an einer vielbefahrenen Straße wohnt, umso mehr Stresshormone hat er im Blut. Und das auch, wenn er sagt, ich habe mich eh dran gewöhnt, ich kann schon gut schlafen und der Lärm macht mir nichts aus. Stimmt nicht, er hat trotzdem mehr Stresshormone im Blut und das ist schlecht. Sonneneinstrahlung sollte limitiert werden, wegen Hautschäden natürlich. Wir wissen mittlerweile, dass Knoblauch sehr gute metabolische Effekte hat, vor allem kann es den Cholesterinspiegel senken und wir wissen auch, dass Zwiebeln und Knoblauch Mäuse gegen Infektionskrankheiten schützen. Das wussten übrigens unsere Großmütter auch schon, die uns mit Zwiebelsud und so weiter traktiert haben, durchaus nicht ohne Sinn. Mehrere Studien belegen, dass dunkle Schokolade gegen Demenz protektiv wirken kann. Gerade kürzlich ist eine schöne Studie rausgekommen, die gezeigt hat, dass eine halbe Tafel dunkler Schokolade pro Tag die Erinnerungsfähigkeit eines 60-Jährigen auf das Niveau eines 30-Jährigen bringen kann. Ähnliches vermutet man von Kaffee. Hier ist die Datenlage aber dünner. Es gibt Studien, die das zeigen, es gibt Studien, die es nicht zeigen. Was klar ist, ist, dass Kaffee gegen Diabetes protektiv wirkt und somit ihre metabolische Performance verbessert. Und Kaffee ist übrigens auch ein guter Fastenhelfer, denn er löst Autophagie aus, wie wir gemeinsam mit Guido Krömer aus Paris zeigen konnten. Eine sehr schöne und aufwendige Studie, in der 100.000 Menschen 15 Jahre lang untersucht wurden, haben gezeigt, dass Menschen, die jeden Tag eine Handvoll Nüsse essen, ihre Mortalitätswahrscheinlichkeit um 20% senken. Das ist ein gewaltiger Wert für eine epidemiologische Studie. Und das gilt für Mandeln, Paranüsse, Pistazien, Haselnüsse, Macadamia, Pinienkerne, Walnüsse. Nicht aber für Erdnüsse, die botanisch gesehen eigentlich Bohnen sind. Die geben nur an, indem sie sich Nüsse nennen. Okay? Das sind aber eigentlich Bohnen. Also für Erdnüsse gilt das nicht. Der nächste Punkt ist ein bisschen heikel. Vermeiden Sie die Aufnahme von zu viel tierischen Proteinen, also von Fleisch- und Milchprodukten, aber nur, wenn Sie zwischen 45 und 65 Jahre alt sind. Eine sehr schöne neue Studie zeigt, dass Sie, wenn Sie in diesem Zeitrahmen zu viel tierische Proteine zu sich nehmen, Sie Ihr Krebsrisiko so stark erhöhen, als wenn Sie ein starker Raucher wären. Das gilt nicht für die Zeit danach, wo tierische Proteine gut sind, und es gilt selbstverständlich nicht für heranwachsende Kinder oder Jugendliche, die tierische Proteine brauchen. Und es gilt nicht für Schwangere und solche, die es werden wollen. Generell vermeiden Sie Nahrungsdogmatismus. Was auch immer Sie tun, bleiben Sie geschmeidig. Das wusste schon Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, der Einwand, der Seitensprung, das fröhliche Misstrauen, die Spottlust sind Anzeichen der Gesundheit. Alles Unbedingte gehört in die Pathologie. Das hier ist der Herr Salvatore Caruso, der hat etwa nach diesem Regime gelebt und er ist 108 Jahre alt geworden, er kommt aus meiner Heimat Kalabrien, aus dem Nachbardorf, ist nie krank geworden und ihm geht es sehr gut. Er ist eben kein paradigmatischer Einzelfall, keine Anekdote, sondern er ist tatsächlich lebt in einem Hotspot, wo es besonders viele gesunde 100-Jährige gibt. Er hat etwa den Ernährungsvorschriften gefolgt, die ich Ihnen heute gesagt habe. Wir sollten bei all den geschilderten Experimenten eine wichtige Tatsache allerdings nicht übersehen, nämlich dass das Hauptproblem des Alterns mir insgesamt kein biologisches, sondern ein gesellschaftliches zu sein scheint und damit schließlich ein psychologisches. Man traut den alten Menschen weniger zu und das könnte einer der fatalsten Fehler unserer Kultur sein. Dostojewski schrieb den größten Roman der Weltliteratur ein Jahr vor seinem Tod, Die Brüder Karamasow. Ein Werk, an dem zeitgenössische Kritiker vor allem die jugendliche Frische lobten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.